Moin Moin liebe Nerdtaster und herzlich willkommen zu einem Special-Video hier auf Nerdtaste. Ich bin's Dennis und was ist für hier rausgekommen? Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do? They come for you. Ja, singen kann ich nicht, aber ich kann auf jeden Fall ein Video für euch machen. Nämlich 25 Jahre ist es her, als der erste Teil rauskam und 17 Jahre, als der zweite Teil rauskam. Frage ist natürlich, welchen Film meine ich? Natürlich Bad Boys for Life. Nun sind sie ja wieder zurück, aber bevor ich anfange, hat mir nämlich Sony Pictures nämlich auch nochmal ein schönes Gewinnspielpaket hier gesponsert. Und ihr könnt nämlich am Schluss, wenn ihr noch mitmacht, aber ihr müsst am Schluss noch bis dahin gucken, ein Poster gewinnen. Da sind natürlich hier Will Smith drauf und Marty Lawrence, a.k.a. Marcus Burnett und Mike Lowry. Und natürlich hier gibt es dann nochmal zweimal, also das Paket ist noch die zwei Fan-Pakete. Ihr könnt zweimal zwei Tickets gewinnen und natürlich jeweils ein Poster dazu. Also bleibt bis zum Schluss dran, da könnt ihr nämlich das gewinnen. Nun wollt ihr wahrscheinlich wissen, wer sind denn jetzt überhaupt die Bad Boys? Das willst du bestimmt wissen, hoffe ich mal. Ich bin aufgewachsen mit den Bad Boys und darum habe ich gedacht, gehe ich ein bisschen die Kooperation mit Sony ein und mache dieses coole Video darüber. Aber wie ich das schon gesagt hatte, Marcus Burnett und Mike Lowry sind zurück als die Bad Boys in Bad Boys for Life. Und ich würde mal sagen, ich erzähle mal kurz, worum es da überhaupt geht. Die knallharten Cops aus Miami arbeiten ein letztes Mal zusammen und Fans können sich erneut auf rasante Action, wilde Verfolgungsjagden und natürlich coole Sprüche freuen. Ab 16. Januar 2020 startet die mit Spannung erwartete Actionkomödie Bad Boys for Life im Kino. Neben Will Smith und Marty Lawrence sind in weiteren Rollen neue Gesichter wie Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig und Charles Melton zu sehen. Aber auch Drew Pantoliano macht als ihr Vorgesetzter Captain Howard den Bad Boys erneut die Hölle heiß. Nun beginnen wir natürlich erstmal mit den Bad Boys und danach kommt das Team. Natürlich beginnen wir natürlich mit Will Smith. Will Smith ist Schauspieler, Produzent, Musiker, war zweimal für den Oscar nominiert und ist vierfacher Grammy-Preisträger. Kurz gesagt, ein absoluter Superstar. Smith begann seine Karriere als Rapper, der weltweit Millionen von Platten verkaufte, bevor er mit der beliebten TV-Serie Fresh Prince of Bel-Air ins Fernsehen wechselte. Seine Leinwanddurchbruch hatte Smith dann 1995 mit Bad Boys, Harte Jungs, der den Grundstein für seine herausragende Weltkarriere legte. Smiths umfangreiche Filmografie beinhaltet außerdem beeindruckende Darstellungen von Figuren, die auf wahren Charakteren beruhen. In Filmen wie Ali aus dem Jahre 2001, Das Streben nach Glück 2006 oder auch Erschütternde Wahrheit aus dem Jahre 2015. Daneben hat er in zahlreichen Hits die Hauptrolle übernommen, darunter Independence Day aus dem Jahre 1996, Man in Black 1, 2 und 3, diese jeweils 1997, 2002 und 2012 erschienen sind und natürlich das Sequel Bad Boys 2, iRobot, Hitch und natürlich viele mehr, bis zuletzt den Actionkracher Gemini Man und Aladdin, das nur mal kurz weg, ist natürlich Will Smith, der ein Superstar ist und ich ihn auch einfach würdig als Filmfan oder auch als Menschen, er ist auch Influencer auf Instagram, total sympathisch und ja, ich find einfach seine Filme echt gut. Aber kommen wir weiter zu Martin Lawrence. Eine Schlüsselrolle für den Erfolg der Bad Boys-Reihe liegt in der großartigen Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern Will Smith und Martin Lawrence. Lawrence begann seine Karriere im legendären Club The Improv als Stand-Up-Comedian, wo er sein Talent verfeinerte. Bis er ins Fernsehen wechselte, seine TV-Show Martin war ein absoluter Zuschauerhit und er entwickelte hier seine unverwechselbare Fähigkeit, verschiedenste unterschiedliche Charaktere darzustellen. 1995 schaffte er mit Bad Boys, Harte Jungs den Sprung auf die große Leinwand und konnte auch danach große Erfolge feiern. Unter anderem mit Big Mamas House 1 und 2 und 3, die jeweils 2000, 2006 und 2011 erschienen sind, sowie natürlich Bad Boys 2. In Bad Boys for Life ist er nun erneut in seiner Paraderolle als Marcus Burnett zu sehen. Nun habe ich euch ja was von den beiden erzählt. Also ich glaube, das ist einfach, das sind Kultfiguren im Hollywood-Universum. Die beiden kann man sich als Bad Boys gar nicht wegdenken. Und wir machen aber trotzdem erstmal weiter mit dem Team. Vanessa Hudgens übernimmt die Rolle der Kelly, einer jungen Polizistin und Mitglied des neuen Ammo-Teams, einer Spezialeinheit des MIPD.
die neue Technologie nutzt. Hutchins begann ihre Musical-Karriere bereits in dem zarten Alter von 8 Jahren. Die Anerkennung, die sie erhielt, brachte sie schnell auf die große Leinwand. Der große Durchbruch gelang ihr mit ihrer Rolle in den High School Musical-Filmen, für die sie ebenfalls von Kritikern sehr gelobt wurde. Danach war Hutchins in einigen ernsteren Rollen sowie am Broadway zu sehen. Zuletzt übernahm sie eine Rolle in der Netflix-Produktion The Night Before Christmas, für die sie auch als Produzentin fungierte. Alexander Ludwig, der vor allem aus der erfolgreichen Serie Vikings bekannt ist, die seit 2013 zu sehen ist, verkörpert in Bad Boys for Life ein weiteres MO-Teammitglied Dorn. Dorn ist der technische Experte der Einheit und selbst eine tödliche Waffe. Dorn hat eine Vorgeschichte, die den gewaltsamen Einsatz seiner Muskeln beinhaltet und deshalb Angst, es zu übertreiben. So Ludwig über seine Rolle, jetzt sitzt er lieber im Van und arbeitet auf der technischen Seite, beispielsweise dem Fliegen einer Drohne oder Hacken von Alarmsystemen. Er ist so etwas wie das Gehirn der Gruppe, was lustig ist, weil er gleichzeitig auch der Stärkste ist. Charles Melton ist einer der vielseitigsten Schauspieler Hollywoods, der das Publikum mit seinen charismatischen Auftritten in Film und Fernsehen immer wieder in seinen Bann zieht. Einem breiten Publikum wurde er durch die Hitserie Riverdale bekannt, ist aber auch vermehrt in Hollywood-Produktionen zu sehen. Auch Meltons Charakter Rafe gehört zur AMO-Spezialeinheit, ist ein ehemaliger DEA-Agent, der versucht mit Mike Lowrys Witz und Charme mitzuhalten. In seiner fast 5 Jahrzehnte während Karriere hat Joe Pantoliano in zahlreichen Film- und Fernsehfilmen mitgewirkt und dabei mit einigen der angesehensten Filmemacher Hollywoods zusammengearbeitet. Darunter natürlich auch Christopher Nolan, Steven Spielberg und natürlich Michael Bay. Neben der Arbeit an von der Kritik gefeierten Spielfilmen wie Pantoliano unter anderem in der Fernsehserie Die Sopranos mitgewirkt, für die er einen Primetime Emmy Award für herausragende Nebendarsteller in einer Dramaserie erhielt. In Bad Boys for Life aber schlüpft er nun erneut in die Rolle von Captain Howard, der die Eskapaden seiner beiden Detectives Mike Lowrey und Marcus Burnett ausbügeln muss und ihn dafür das eine ums andere Mal auf seine unvergleichliche Weise die Hölle heiß machen will. Nun, da bin ich auch am Ende meines Specials-Videos, sage ich mal, über die Bad Boys, über Bad Boys for Life, wie es, was es da eigentlich weitergeht. Und natürlich habt ihr jetzt die Chance, natürlich euch auch den Film reinzuziehen. Wie ihr wisst, ist es ja so, dieses Paket wurde mir auf jeden Fall gesponsert von Sony Pictures. Ist ja so ein kleines Werbevideo hier. Ihr habt die Chance auf jeden Fall auf 2x2 Tickets plus immer jeweils ein Poster zu, also 2 Fanpakete. Jeweils kann einer das von euch gewinnen. Das müsst ihr natürlich dafür tun. Ihr müsst auf jeden Fall sagen, wann ist denn der Bad Boys Film erschienen? Mir reicht eigentlich so, was ich heute in diesem Video gesagt habe. Ihr könnt immer zurückspielen und so weiter und wieder herkommen. Und ja, ich möchte nur wissen, wie viele Jahre ist das schon wieder her, dass dieser erste Teil erschienen ist, der ja damals von Michael Bay halt Regie geführt wurde. Und natürlich ist das wichtig, ihr müsst 16 Jahre alt sein und dieses Gewinnspiel wird 5 Tage laufen. Es wird dann zum 22.01.2020 laufen. Da habt ihr die Chance bis 23.59 Uhr, ganz wichtig. Danach ist Schluss und dann werde ich denjenigen anschreiben und der wird dann von mir kontaktiert. Also seid gespannt, wer der Gewinner sein wird und natürlich viel Spaß im Kino, würde ich sagen. Und wenn ihr euch das Video natürlich gefallen hat, könnt ihr es natürlich gerne teilen, liken, kommentieren, müsst ihr ja so, wenn ihr Gewinnspiel mitmachen wollt oder natürlich mir auch gerne folgen. Ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.